Okay, ich grüße euch zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Im letzten Part haben wir einen kleinen Knirps, der von Kidnappern entführt wurde, befreit. Und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für einen neuen Gebietskampf. Ich bin mir nicht sicher, aber schauen wir mal nach. Gut, ich würde sagen, wir gehen in unser Versteck. Aber mit der A-Taste. So. Ja. Und wieder eine large Arbeit. Das dient wohl dazu, das Spiel wieder künstlich in die Länge zu ziehen. Naja, ist aber zum Glück nicht weit. Denn hier wären wir auch schon. Okay. Oh, hier ein kleiner. Ja, es hängt bei mir ein wenig. Das ist schon. Okay, sorry, ich musste kurz schauen, weil ich habe mein Mikrofon gerade auf stumm geschaltet, um mal kurz mich zu räuspern. So zum Beispiel. Ja. Hier läuft es auf einmal so schnell. Ui. Und wieder kontrollieren, ob es... Ja, okay. Verdammt. Ich muss immer kontrollieren, ob das an ist, das Mikrofon, ne? Weil wenn ich es auf stumm schalten habe, besteht die Möglichkeit, dass es... Okay, scheiß drauf. Hey, du bist spät. Wo wart ihr zwei denn? Izuki wurde von Team Drecksarbeit gekidnappt. Wir zwei sind ihnen hinterher. Was? Darum sah Eni also so besorgt aus. Geht es Izuki gut? Ja, Yanka hat es gesehen. Wie sie auf den T-Runnen abgehaut sind. Danach war es einfach, sie einzuholen. Er ist jetzt draußen und spielt. Das höre ich gern. Dieses Team Drecksarbeit ist einfach unglaublich. Das lassen wir ihnen nicht durchgehen. Ja, dieses Mal sind sie zu weit gegangen. Was für ein Zufall. Ich habe gerade an unseren Gegner im nächsten Gebietskampf gedacht. Das macht es einfach. Er lautet Team Drecksarbeit. Lasst uns diese Kerle fertig machen. Gebt euer Bestes. Dafür werden sie bezahlen. Ich bin gerade am Überlegen, ob man Bestes klein schreibt. Weil Bestes bezieht sich ja auf ein Wort, was man... sich dazu denken muss. Das Beste, also, ja, wobei, dann müsste auch wieder groß geschrieben, egal. Alles klar, ich mache mich so schnell wie möglich bereit. Dasselbe kann ich auch sagen. Yanka, du musst dich auch beeilen und fertig machen. Ich sage Jack und Yusei Bescheid. Sag mir, jetzt wird Bescheid auf einmal groß geschrieben, egal. Sag mir, wenn du bereit bist, ich warte draußen. Yo, ich bin jederzeit bereit. Vor allem, wenn es darum geht, Duelle zu bestreiten gegen leichte Gegner. So, aber nicht alle Gegner in diesem Spiel sind so leicht zu besiegen wie Team Drecksarbeit im letzten Part. Nein, es gibt auch sehr schwierige Gegner. Und wir werden sicherlich auch einige Duelle verlieren. So, verdammt, wo ist Kellen jetzt? Kellen! Wo bist du? Bist du da runtergefallen? Geht's dir gut, Kellen? Ah, anscheinend nicht. Okay, er ist tot. Wir können die Story nicht fortsetzen, da Kellen gestorben ist. Verdammt. Verdammt, wo ist der? Ach, da ist er. Versteckst dich einfach da. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, du wärst da runtergefallen. Oh, jetzt bin ich beruhigt. Und der nächste Ziel für einen Gebietskampf ist Team Drecksarbeit. Bist du bereit? Ja. Es ist Zeit, dass wir sie fertig machen. Okay, los geht's. Let's go. Das ist das Versteck von Team Drecksarbeit. Das ist das Versteck der Feiglinge. Denen zeigen wir es so richtig. Lass uns da reinmarschieren und es ihnen zeigen. Ja, selbst wenn sie sich verstecken. Sucht, findet und besiegt sie. Ich gehe vor. Jack und Yusei sollten bald hier sein. Bleibt hier und informiere sie über alles. Oder ich bleibe hier oder bleib hier, was auch immer. Das sagt er wahrscheinlich zu Crow. Ich gehe mit dir. Und wer wartet da draußen? Da, er hat doch gerade gesagt, wir sollen auf, hier warten. Ach, egal. Ah, ich soll hier warten. Okay, das sind sie auch schon. Yanka, wo sind Kellen und Crow? Sie sind vorgegangen, als du angekommen bist? Sie sind bestimmt noch wegen heute Morgen sauer. Wir sollten ihnen besser helfen, bevor sie den ganzen Raum allein einstreichen. Ja, die beiden müssen lernen, wie man die Nerven behält. Wenn man so ausrastet, tappt man leicht in eine Falle des Feindes.
So wie Kellen neulich. Ja, und du hast recht. Lass uns schnell nach den Rechten suchen. Oh mein Gott! Schnelle Musik! Panik! Bowling, Bahn, Arena, was auch immer. Okay, da ist Yusei. Speichern wir zunächst. So, Yusei, was hast du... jetzt habe ich nochmal gespeichert. Verdammt! Es war wieder diese doppelt gedrückte A-Taste. Ich habe das Gefühl, dass jemand hier ist. Aber ich sehe niemanden. Vielleicht verstecken sie sich. Ach was. Da versteckt sich doch keiner. Wer versteckt sich denn bitte schön? Bleib wach, man weiß nie, was passiert. Oh Mann, warum müssen sich alle Gegner verstecken? Haben wir echt so einen krassen Ruf, dass sie sich in die Hose machen oder was? Sieht aus wie ein Arcade-Spiel, das du mit Karten spielst, aber es ist kaputt. Was ist das? Da steckt etwas in dem Münzschlitz. Ja, ein Sternchip. Sehr gut. Team Drecksarbeit, zeigt euch. Na los. Die feigen Kidnapper. Sieht aus wie ein cooler Spielklassiker. Da steht der erste Shooter mit Power-Up-Anzeige. Wem interessiert das? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Bist du hier? Sieht aus wie ein Musikspiel. Du kannst nur die Endbuchstaben Mani erkennen. Okay. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. 100 Meter, nicht nur 100 Meter. Bleib besticht und dann werde ich heute Attentäter. 20 Meter, wir gehen später. Okay, was? 5 sieht aus wie ein Arcade-Spiel. Achso, das hat man schon. Verdammt, wo sind die Lappen? Ja, jetzt kennt ihr meine Vorliebe zu Hip-Hop. Oder zu Rap. Verdammt. Okay, ich gebe auf. Wo seid ihr? Verdammt, so bringt man seine Gegner zur Verzweiflung, indem man sich versteckt. Vielleicht sind sie ja auch hier drin und nicht da in der Vorhalle. Wo ist denn der Barkeeper? Ich hätte gerne eine Bowlingkugel. Hier mal schnell eine abräumen, hier. Hui! Hallo, ist hier ein Gegner? Am Ende kannst du mit einem schmutzigen Bowling... Kannst du einen schmutzigen Bowlingkegel erkennen? Achso. Ja, ich hab's kapiert, okay. Kann ich hier vorbei? Ja, geht's, okay. Hallo, bist du ein Gegner? Nein. Oh, schön wär's. Ein Gegner, der im Bowling-Deck einsetzt. Ich spiele Bowling-Kugel im Angriffsmodus. Irgendeine Kugel, die jemand vergessen hat. Ja, super. Achso, kann jetzt einfach durchgehen. Okay, der Besitzer, dem ist es anscheinend egal, dass seine Bahn verschmutzt wird. Verdammt, wo sind die? Wo sind die Feiglinge? Die sind bestimmt alle Tee trinken. Englischen Tee. Verdammt, ich finde sie nicht. Wo können die nur los sein? Hier vielleicht? Irgendeine Kugel, die jemand vergessen hat. Ja, A-Taste, ich hab's kapiert. Verdammt. Hier ist niemand. Verdammt. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier vielleicht. Lalala. Ah, hier ist was. Achso, das hatten wir schon. Oh. Nein, doppelte A-Taste, bitte nicht. Leute, wo seid ihr, ihr Feiglinge? Mann, die verstecken sich gut. Hier. Ich hab dich gefunden. 5 sieht aus, ja. Ah. Warum steht da eine 5? Egal. Verdammt, wo sind die? Die bringen mich echt zum Verzweifeln. Das ist Yu-Gi-Oh! Und nicht, versteck dich oder was weiß ich. Verstecken. Zum Verstecken bin ich ein bisschen zu alt. Verdammt, wo sind die? Was wollt ihr? Endlich! Oh, Gott sei Dank. Mensch, was machst du da drin? Hey, ihr seid diese Hunde von heute Morgen. Ihr greift so früh an, ihr seid wirklich ungeduldig. Macht eure Decks bereit, ich duelliere.
euch gleich jetzt. Okay, Grammatik 6. Ihr habt Mut, das muss ich zugeben. Okay, machen wir dich fertig. Feigling, versteck dich da einfach und bringst mich zum Verzweifeln. Mein Zombie-Deck wird dich das Fürchten lehren. Okay, Zeit für ein Duell. Alles klar, wir haben drei unserer stärksten Monster in unserem Deck gleich am Anfang gezogen. Das ist gut, andererseits auch schlecht, denn wir haben kein Tribut-Monster. Was? Arkane Barriere, jedes Mal, wenn ein Monster von Typ zerstört wird, dann. Verdammt. Jetzt habe ich die versehentlich übersprungen. Die Karte. Ich schaue sie mir gleich an. Moment. Jedes Mal, wenn Monster vom Typ Hexer auf dem Spielfeld zerstört werden, lege eine Zauberzählmarke auf diese Karte. Maximal 4. Du kannst diese Karte und ein offenes Monster vom Typ Hex. Verdammte Sprechblase, hau ab! Hexer, dass du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Und meine Karte für jede Zauberspielmarke. Oh, die ist nützlich. Die ist nützlich, okay. Oh, kein Monster. Super! Kein Monster gezogen, was wir spielen können. Aber wir können sein Monster entfernen mit dieser Karte. Adliger der Auflöschung. Zerstöre ein verdecktes Monster und entferne es aus dem Spiel. Falls es ein Flip-Effekt-Monster ist, entferne alle Monster mit dem gleichen Namen in den Decks beider Spieler aus dem Spiel. Wach auf und tu etwas! Nein. Ich aktiviere meinen Zauber und entferne deine verdeckte, was auch immer. Was ist das? Großer Phantom. Jedes Mal, wenn diese Karte deinen Lebenspunkten den Gegnern Kampfschaden zufügt, nenne den Namen einer Karte. Schau sie dir an und wirf alle Exemplare. Okay. Ja, nicht gerade nützlich. Würde ich sagen. Okay, ja, ich kann nichts machen. Er könnte mich jetzt theoretisch direkt angreifen und ich habe das Gefühl, dass er es auch tun wird. Nicht? Okay. Okay. Er hat anscheinend auch keine gute Hand gezogen. Ah, Vampir Lady, perfekt. Jedes Mal, wenn du den Lebenspunkt deines Gegners Kampfschaden zufügst, nenne einen Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle. Dein Gegner wirft einen Monster des genannten Typs von seinem Deck auf den Friedhof. Die ist gut, um ja in einem Deck-Killer-Deck ist die ziemlich nützlich. Und ich greife hier mal blauäugig direkt an. Obwohl ich gar kein blauäugigen Wasser und 30 Dach in meinem Deck habe. Okay. Okay, ich hasse Fallen über alles, das heißt Fallen. So. Was ist das? Kreis des Magiers müsste es sein, oder? Kreis der Magier aktiviert diese Karte nur, wenn ein Monster vom Typ Hexer angreift. Jeder Spieler beschwört ein Monster vom Typ Hexer mit 2000 oder weniger ATK als Spezialbeschwörung von seinem Deck in die offene Angriffsposition. Oh, die hätte gefährlich werden können. Gut, dass die jetzt auf dem Friedhof liegt. Theoretisch könnte er sie allerdings mit der Maske der Finsternis wieder auf seine Hand holen. Aber ich glaube nicht, dass er die Karte in seinem Deck hat. Denn Maske der Finsternis ist ein Unterwetter-Monster und es wäre in einem ja, Zauberer-Deck ziemlich komisch. Geistersensenmann. Ich könnte jetzt seine Hand angreifen. Diese Karte kann nicht im Kampf zerstört werden. Zerstöre diese Karte, wenn sie als Ziel eines Effekts einer Zauber, einer Falle oder eines Effektmonsters bestimmt wird. Falls diese Karte angreift, erfolgreich direkt angreift, wirft dein Gegner eine zufällige Karte ab. Gut, soll ich die in der Angriffsposition spielen? Es ist natürlich riskant, denn die hat nur 300 ATK. Er könnte dann ein Monster spielen und uns Schaden zufügen, mindestens 1000. Wenn er ein Monster mit über ja, 300 oder mehr ja, spielt, macht er uns immensen Schaden. Allerdings, seine Hand anzugreifen wäre natürlich verlockend. Ne? Da muss ich kurz überlegen. Ach komm, wisst ihr was? Probieren wir es mal. Gut, Vampir Lady zerstört jetzt sein Verdecktes. Ich hoffe, es hat weniger Death als unser Angriffspunkt hat. Jawohl. Was ist der Effekt dieses Monsters? Ach, nicht so wichtig, okay. Jetzt kriegt er eine Zählmarke wegen der Arkanbarriere. Und jetzt zerstören wir seine Hand.
Zack, sind zwar nur 300 ATK Schaden. Aber er muss jetzt eine Handkarte abschmeißen. Und er hat beruhigende Magie abgeschmissen. Diese Karte kann nur am Beginn von Main Phase 1 aktiviert werden. Während der Main Phase und der Battle Phase dieses Spielzuges kann kein Spieler Monster beschwören. Ich verstehe den Sinn dieser Karte nicht ganz, aber gut, wenn er meint, die muss er im Deck haben, bitte sehr. So, Endphase, jetzt ist er dran. Jetzt wird's spannend. Er könnte jetzt mir viel Lebenspunkte Schaden zufügen, macht er aber nicht, okay. Was für ein Weichei. Wir haben das perfekte Monster übrigens, was wir gegen sein Deck benutzen können. Er hat ja ein Zauberer-Deck. Und Rigakoki ist perfekt gegen Zauberer-Monster, denn falls diese Karte mit einem Monster von Typ Krieger oder Hexer kämpft, zerstöre das Monster am Ende des Damage Steps. Das Monster. Ist dieses Monster damit gemeint oder das Monster, gegen das es kämpft? Da bin ich mir jetzt unschlüssig. Naja, egal. Gut, soll ich seine Hand angreifen? Ja, ich greife seine Hand und sein Deck nochmal an. Wenn er es mir schon anbietet. So, das sind weitere 1550 Punkte Schaden für ihn. Und er verliert eine weitere Fangkarte. Magische Explosion. Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn du keine Karten auf deiner Hand hast. Füge den Lebenspunkten deines Gegners 200 Punkte Schaden für jede Zauberkarte in deinem Friedhof zu. Na, ob die nützlich ist, eher würde ich nicht sagen. Da muss man schon ein Deck haben, was viele Zauberkarten hat. Und selbst dann, selbst wenn es 20 Zauberkarten wären auf dem Friedhof, es wären maximal nur 2000 Lebenspunkte Schaden. Das ist viel zu wenig. Achso, okay, Tribunmonster, deswegen hätte er es nicht spielen können. Okay, magische Störung verdeckt, falls er irgendwas Assiges probiert. Und Endphase. Ja, das Select schalten wir aus. Damit kann man verändern, also damit kann man einstellen, wo man sein Monster hinsetzen möchte. Also auf welches Feld quasi. Ich zeig's euch, wenn ihr wollt, jetzt dann in meinem nächsten Zug. Pyramidenschildkröte, ach schön. Okay, ich biete jetzt meinen Geistersensenmann ist zu gut für Rigakoki an. Ja, jetzt können wir, weil wir Select angewählt haben, die Position des Monsters auswählen. Ich nehme mal diese hier. Ich schalte Select wieder aus. Und jetzt könnte ich theoretisch die benutzen, um den hier zurückzuholen? Ja, mache ich auch. Ja, okay, diese wählen wir und wir entfernen sein Tributmonster aus dem Spiel. So, Geistersensenmann kommt in die Angriffsposition. Und Rigakoki zerstört sein Monster. Selbst wenn es ein Zauberer oder Kriegermonster mit 3000 Verteidigungspunkten wäre, es würde trotzdem zerstört werden durch den Effekt meines Monsters. Oh süß, Narrenkonfit. Ich habe Clowns noch nie gemocht. Hau ab, verschwinde. Und deine Zellmarke ist mir egal. Ich greife dich jetzt nochmal direkt an, zum dritten Mal. Mit der Vampir-Lady. So, okay. Nieder mit den Fallenkarten. Ach, wieder dieselbe Falle, wo Effektschaden zufügt für jede Zauberkarte auf dem Friedhof. Und jetzt, lege deine Hand nieder. Boah, wir greifen fett seine Hand und seine Deckkarten an. Magische Hüte, super. So, er kann schon. Ja, er kann eigentlich schon aufgeben. Ich wüsste jetzt nichts, mit dem er das Blatt jetzt wenden könnte. Okay, er gibt auf. Okay, dann erledigen meine Zombies ihn jetzt einfach. So, zum ersten.
greife jetzt auch noch mit der Vampir-Lady an. Vielleicht kriegen wir ja einen Bonus, weil wir sein Deck zerstört haben am Ende. Und Hand abwerfen. Was ist das? Beruhigende Magie. Achso, die hat er bereits schon mal abgeworfen. So. Und zum vierten Mal hat ihn die Vampir-Lady eiskalt erwischt. Was für ein schwacher Gegner. Er hat keine Fallen mehr im Deck. Wie super ist das denn? Ach, jetzt können wir uns sein Deck anschauen. Okay, okay, okay. Er hat bestimmt viele Zauberkarten in seinem Deck. Okay, ich glaube, sein Deck spielt darauf, möglichst viele Fallen zu spielen, um Zauberzählmarken zu bekommen und die dann irgendwie für sich zu nutzen. Verstehe, okay. Aber egal, jetzt haben wir ihn erledigt. Ende. Meine Zombies haben dich alle gemacht. Niemals, niemand kann dieses Deck besiegen oder dieses Deck kann nicht verlieren. Anscheinend doch. Ah, ganz wie ich es gesagt habe, Handzerstörungsbonus. Aber wir haben keinen Bonus bekommen, weil wir sein Deck zerstört haben. Aber das ist auch ein guter Bonus. Ha! Wir kennen einen besseren Weg, mit Kerlen wie euch umzugehen, als uns zu duellieren. Es wird auch Zeit, dass jemand in unsere kleine Falle tappt. Was? Falle? Oh Gott, ihr Feiglinge. Kinder entführen. Euch verstecken. Fallen. Was gibt's noch armseligeres? Und die haben auch noch super schwache Decks. Also das erbärmlichste Team in ganz Satellite bestimmt. Oh, hier geht was ab. Hui, fallende Steine. Dieses Haus ist wohl ziemlich, ja, alt. Was? Bianca, wenn du nicht wärst, wäre ich dank dir. Was, es gibt viele Fallen in dieser Gegend? Sie haben wohl uns wohl erwartet. Wir sollen den anderen Bescheid sagen. Ich werde sie informieren. Du bleibst hier und hältst die nach Feinden Ausschau. Grammatik? Wo ist hier Grammatik in diesem Spiel? Oh je, wer kommt denn da? Hey, ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Falle ausgelöst hat. Hm, du bist doch am Leben. Wie konntest du nur entkommen? Es hat ewig gebraucht, sie zu bauen. Na gut, da muss ich dich eben... Mich mit dir duellieren. Irgendwie wieder falsche Grammatik. Na gut. Wir haben diese Fallen nicht aufgestellt, weil wir schlechte Duellanten sind. Doch. Gut, das ist der zweite. Oh, gegen den haben wir schon mal duelliert. Glückskrötenschild. Okay, Déjà-vu. Oh Mann. Zweimal Ryokoki. Oh, wieder nur Tributmonster. Oh. Was gibt's Schlimmeres? Egal, der spielt eh nur auf Verteidigung. Da ist es mir egal. So. Endphase. Ui, ja komm, greif mich direkt an. Greif mich ruhig direkt an. Dann hat mein reißendes Tribut, wenn du noch ein weiteres Monster spielst, einen größeren Effekt, oder? Was können wir aktivieren? Tollkühne Gier. Na, möchte ich jetzt nicht. Ich lasse dir diesen Angriff mal durchgehen. Weil du so schwach bist. Man muss die Noobs auch irgendwie fördern, ne? Nicht immer nur abzocken und beleidigen. Man muss ihnen auch manchmal eine Chance geben, auch wenn diese Chance meistens gering ist. So, jetzt gebe ich aber auf alles. Ich gebe es voll auf. Ich drehe jetzt voll auf, verdammt. Jetzt stotter ich hier wieder rum. Okay, die Pyramidenschildkröte mal verdeckt. Ich könnte sein Monster natürlich zerstören, möchte ich jetzt allerdings nicht. So, manchmal kann es nicht schaden, auch auf Verteidigung zu spielen, um zu schauen, was er vorhat. Er zieht eine Karte. Ob ihnen das was bringt? Schwer zu sagen.
Und was machst du jetzt? Ein weiteres Monster verdeckt. Jetzt setzen wir sein Monster in die Defense. Natürlich. Was für ein Weichei. Und zwei verdeckte. Hurra. So, wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock auszumachen. Endphase. Das ist Taktik, Leute. Ich möchte jetzt, dass er möglichst viele Monster auf dem Spielfeld hat. Dann flippe ich vielleicht meine pyramidische Grütte und aktiviere reißende Tribut. Dann haben wir ein Monster. Zum Preis. Ne, da haben wir drei Monster, Max, oder zwei Monster in dem Fall, zum Preis von einem Monster entfernt. Und er zieht momentan wie ein Wilder. Na los, greif mich doch an! Ich habe nur ein schwaches 500er Monster. Oh, jetzt holt er sich Krug der Gier wieder vom Friedhof. Was für eine Verschwendung! Ich meine, so gut ist die Falle gar nicht. Na los, greif mein Monster an! Mein Monster hat nur 0 Verteidigungspunkte! Was für ein Schwächling, er verteidigt sich nur! Kannst du auch mal angreifen? Ich wurde in diesem Duell noch, also in diesem Spiel noch gar nicht richtig angegriffen. Puh, ich provoziere jetzt, dass er mich angreift. Ganz einfach. Ich weiß einfach gar nichts. Oh oh, die ist gefährlich. Turn zu Babel. Jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, lege eine Zauberzähmarke auf diese Karte. Wenn die vierte Zauberzähmarke auf diese Karte gelegt wird, zerstöre diese Karte und füge dem Spieler, der diese Zauberkarte aktiviert hat, 3000 Punkte Schaden zu. Die ist ja zweischneidig. Einerseits kann man dann den Gegner darauf provozieren, keine Zauberkarten mehr zu spielen. Und andererseits besteht die Chance, dass man auch selber keine Zauberkarten mehr spielen kann und dann eventuell das Duell am Ende verliert, wenn man weniger als 3000 Punkte dann noch hat. Das kann ich für meinen Vorteil nutzen. Aber ich lasse ihn erst einmal den Spaß. Er macht eine Tributbeschwörung. Oh, Verteidigungsmonster. Und eine weitere, zwei weitere verdeckte. Wer es mag. Okay, wir haben jetzt 7 Karten. Wir müssen jetzt was spielen, sonst müssen wir was abschmeißen. Ich spiele mal ziemlich passiv jetzt in diesem Spiel. Einfach mal so. Damit ihr mal eine passive Spielweise seht in diesem Let's Play. Momentan habe ich ja fast nur aggressiv gespielt. Jetzt spiele ich mal ein bisschen auf passiv. Und lasse den Gegner einfach mal machen. Ja, wenn er so weiter so viel Karten zieht, dann wird er bald kein Deck mehr haben. Greif doch mal an. Das Spiel heißt Yu-Gi-Oh! Nicht Defend Yourself. Magische Was ist das? Ich glaube, der will nicht, dass ich Zauberkarten aktiviere. Beide Spieler müssen Zauberkarten setzen, bevor sie sie aktivieren können. Und sie können diese bis zu ihrem nächsten Spielzug nicht aktivieren. Puh, meinetwegen. Wenn du sowas gerne hättest, dann befolge ich einfach mal diese Karte. Die Frage ist, was bringt dir diese Taktik? Dass ich keine Zauberkarten mehr spielen kann, ist mir eigentlich egal, weil mein Deck spielt ja auf Friedhof. Zauberkarten habe ich ja nur ein paar drin. Naja, egal, der wird schon seine Gründe haben. Mensch. Das ist voll langweilig, wie es spielt. Okay, mystischer Raumtyphon. Damit kann ich seinen antimagischen Duft zerstören, aber die ist mir eigentlich egal. Oder sein Turm von Babel. Und Endphase, die passive Spielweise. Langweilig, aber sicher. Er überlegt, es sind ja auch viele Karten auf dem Spielfeld. Eine verdeckte, das ist gut. Wie gesagt, wenn er viele Monster auf dem Feld hat, dann flippe ich meins und aktiviere reißende Tribute als Kette. Oh,
verdammt. Ja, ich könnte meine pyramidische Kröte dann retten, wenn ich jetzt die hier verdeckt setze, mache ich auch. So, ich mache mal eine kurze Pause, um was zu trinken, und sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, ich bin wieder da. Und er ist wieder dran. Spiel, komm, spiel ein paar Monster. Dann kann ich meine schöne Falle namens Reißen aus dem Hut benutzen. Außer du hast eine Falle, die meine Falle annullieren wird. Aber ich glaube, dass er momentan nur Zauberkarten auf dem Feld hat, die verdeckt sind. Wegen seiner eigenen Falle. Ach, verteidigen, verteidigen, verteidigen. Okay, das ist unsere dritte Pyramidenschildkröte. Soll ich jetzt in den Angriff übergehen? Ja. Okay, ich flippe meine Pyramidenschildkröte, aktiviere als Kette Reißender Tribut. Das ist Kette 2. Oder nee, das ist Kette 1. Hallo, warum kann ich... Ich wollte Zwangsevakuierungsgeräte Kette 2 noch benutzen. Verdammt, das Spiel hat mich mal wieder betrogen. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Und jetzt Pyramidenschildkröte. Und das greife ich ihn an. Oder vielleicht auch nicht. Er hat angstanjagendes Gebrüll benutzt. Dein Gegner kann in diesem Spiel zu keinen Angriff deklarieren. Super! Können wir es irgendwie annullieren? Nein. Oh. Ja, super, wir haben Battleface, aber niemand kann angreifen. Naja, stört mich jetzt auch nicht. Die Eis verdeckt. So. Aber magische Störung ist jetzt eigentlich nicht so sinnvoll in diesem Duell, denn er hat ja seinen antimagischen Duft. Das heißt, er müsste sie jetzt eigentlich noch setzen. Und wenn man Zauberkarten setzt, ist es natürlich unwahrscheinlicher, dass man die normal spielt. Das heißt, ja, ich behalte es mal so, wie es jetzt ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, ich könnte jetzt Adlige der Zerstörung spielen und sein verdecktes Monster aus dem Spiel nehmen. Kreaturentausch. Ich könnte jetzt meine pyramidische Kröte mit seinem Monster tauschen. Oder ich setze eins meiner eigenen Monster verdeckt und zerstöre mein eigenes Monster. Damit Adliger der Zerstörung wäre allerdings nicht so sinnvoll, denn dann hätte ich ein Monster weniger zur Verfügung. Ich halte das hier für sinnvoller. Dadurch würde sein Babel eine Zauberzähmacke bekommen. Aber das ist mir eigentlich egal. So. Jetzt kriegt sein Babel eine Zauberzähmarke. Einfach Spielzeug. Kannst du einen deiner Monster, das du in diesem Spiel angegriffen hast, in die Verteidigungsposition ändern, falls diese Karte zerstört wird. Solange bla bla bla. Solange eine Monsterkartenzone. Hä? Moment. Einmal pro Spielzug kannst du eins deiner Monster, das in diesem Spielzug angegriffen hat, in die Verteidigungsposition ändern. Falls diese Karte zerstört wird, solange sie in der Monsterkartenzone liegt, kannst du sie offen als permanente Zauberkarte in deiner Zauber- und Feinkartenzone legen, anstatt sie auf den Friedhof zu legen. Achso, das ist ein typisches Kristallungeheuer-Monster. Und Kristallungeheuer-Monster haben immer die Fähigkeit, dass sie in die Zauber- und Feinkartenzone gelangen, wenn sie zerstört werden. Aber ich opfere es in dem Fall, das heißt, es wird nicht in die Zauber- und Feinkartenzone von mir gelegt, sondern ja, einfach nur auf dem Friedhof. Alles klar, als nächstes... Genau, Battleface. Ich zerstöre meine Pyramidenschildkröte. Das gibt mir eins meiner Monster von meinem Deck auf das Spielfeld, da es jetzt auf dem Friedhof landet. Und die Karte, die ich mir hole, ist Vampirlord. Okay, wir haben ja Vampirlord jetzt beschworen. Das können wir Vampirgenesis beschwören, wenn wir die Karte ziehen. Okay, sein Deck spielt ziemlich darauf, möglichst viele Zauber- und Feinkarten auf dem Feld zu haben. Und wenn er so viele Zauber- und Feinkarten auf dem Spielfeld hat, dann kann er irgendwann mal keine mehr setzen. Das heißt, ich zerstöre jetzt seine Monsterkarten.
Er hat auch eine Pyramidenschildkröte. Welcome to the club. Okay, und jetzt? Ja, das reicht eigentlich schon. Läuft ja alles wie gespielt. Eins meiner Lieblingsmonster. Aber die hatten wir ja auch schon im Deck von uns mal gehabt. In Invincible Fortress. Oder Invincible Fortress, was auch immer. Ich könnte jetzt einfach sein Monster auf die Hand zurückgeben und ihn einfach direkt angreifen. Mache ich auch. Zwangserkühlungsgerät. Mach's gut, Gora-Schildkröte. Oder vielleicht auch nicht. Ja gut, es wird trotzdem vom Spielfeld entfernt. Denn diese Karte entfernt sein Monster für einen Zug aus dem Spiel und ruft es dann in der Endphase wieder. Die ist gut kombinierbar mit Gesicht des Todes. Ach verdammt, ich habe vergessen noch ein Monster zu spielen. Naja, macht nichts. Wir schaffen es auch so. So, 400 Punkte hat er noch übrig. Jetzt könnten wir so fies sein und die Babel auf 3 Zauberzähmarken bringen. Und wenn er dann eine Zauberkarte spielt, hat er verloren. So, wieder Monster. Er hat eine zweite pyramidische Kröte. Genau das mache ich jetzt. Ich fülle jetzt da seinen Turmbau zu Babel. Oder wie heißt das? Turm zu Babel? Ja, Turmbau zu Babel sage ich, weil Empire Earth. Okay, mystischer Raumteufun. Auf antimagischer Duft. Das gibt ihm wieder eine Zählmarke auf Turm von Babel. Das wäre jetzt die zweite. Und jetzt Buch des Lebens. Jetzt haben wir die dritte. Wenn er jetzt eine Zauberkarte spielt, hat er verloren. Wie gemein muss man sein? Und ich entferne die Gora-Schildkröte. Die mag ich nicht. So, jetzt haben wir auch ein Mittel, um seine Gora-Schildkröte zu zerstören, wenn es in seinem nächsten Spielzug nochmal spielen sollte. Und jetzt, wenn ein Spieler eine Zauberkarte spielt, kriegt er 3000 Schaden. Das heißt, wenn ich die jetzt spielen würde, würde ich 3000 Schaden bekommen. Das heißt, ja, ich spiele sie nicht, sondern beende meinen Zug. Jetzt kriegt er, also er kriegt seine Gora-Schildkröte wieder, genau, durch seine Falle, habe ich ja vergessen. Er wird sie jetzt wahrscheinlich in die Verteidigungsposition setzen oder als Tribut anbieten. Ich frage mich, was jetzt kommt. Eine Zauberkarte kann er nicht spielen, sonst hat er verloren. Ist bestimmt eine Zauberkarte, die er nicht spielen kann und nur setzt, um mich zu verwirren. Und die andere auch. Okay, oh, interessant. Andererseits, wenn wir die spielen, kriegen wir 3000 Schaden. Allerdings würde es die ATK und Verteidigungspunkte eines unseres Monsters extrem erhöhen. Soll ich die 3000 Schaden einstecken oder ihn einfach so angreifen? Ich greife ihn jetzt einfach mal so an, weil ich keine 3000 Punkte Schaden auf mich nehmen möchte. Langweilig. Verzweiflung macht sich breit bei ihm. Hui, er hat mir Schaden zugefügt. Das wird er wahrscheinlich heute Abend in seinem Tagebuch eintragen. Liebes Tagebuch, heute habe ich es geschafft, Janka LP Schaden zuzufügen. Na gut, er konnte sich für einen Zug noch retten. Die Frage ist, wie lange hält er es noch durch? Wenn er jetzt eine Zauberkarte spielt, verliert er. Er kann also keine Zauberkarte mehr spielen. Jetzt muss er also auf Fallen zurückgreifen. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch ein weiteres Monster brauche. Ich meine, er kann ja auch reißende Tribute in seinem Deck haben. Und
wenn wir jetzt ein Monster spielen würden, wäre es sehr bitter, wenn er jetzt zerreißendes Tribut aktivieren würde. Ich greife einfach nochmal an. Ganz normal. Ohne irgendein Risiko einzugehen. Nicht schon wieder seine Burgmauern. Ich dachte, die wäre ich los. Okay, ich krieg wieder ein bisschen Schaden. Aber egal. Er kann sich nicht ewig verteidigen. So, im nächsten Zug spiele ich meine Vampir-Lady. Dann habe ich zwei Optionen. Nein, ich muss ein Monster ablegen. Oder eine Karte. Ja, die brauche ich gerade nicht. Na los, spiel eine Zauberkarte. Dann bist du der coolste Gegner in diesem Spiel. Und by your own Trap Card. Er überlegt gerade, ob er eine Zauberkarte spielen soll. Deswegen dauert es auch ein bisschen. Jetzt baut er sich wieder eine Defense auf. Oh. Ist bestimmt wieder eine Burgmauern-Fallenkarte. Jede Wette. Ich muss irgendwie seine Goya-Schildkröte wegkriegen. Die ist nervig. Okay, statt Vampir-Lady spiele ich jetzt doch lieber Pyramidenschildkröte. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, seine Goa-Schildkröte anzugreifen. Und ich glaube, er hat nochmal Burgmauern verdeckt. Aber egal, ich gehe das Risiko jetzt nochmal ein. Dann hat er halt jetzt eine weniger in seinem Deck. Oh, ein Wapoku. Oh, musst du mich ankotzen, Gegner? Na gut, wir können ihm zwar keinen Schaden mehr zufügen, allerdings können wir immer noch angreifen. Und seine Monster aufdecken. Schauen wir mal nach, was sich hier verbirgt. Ufo-Schildkröte, super. Okay, wir haben mehr als... Ne, wir haben nicht mehr als 6 Karten, sondern genau 6 Karten, okay. ...15 Monster hat er noch in seinem schwachen Deck drin. Und wir haben 20. Jetzt würde er wahrscheinlich was weiteres Nerviges spielen. Na los, setz eine verdeckte Zauberkarte, die du dann nie wieder benutzen kannst und nie wieder los wirst. Weil du sie nicht spielen kannst. Und wenn doch, dann verlierst du. Und ich spiele auch keine Zauberkarten mehr. Aber ich brauche sie auch gar nicht mehr. Okay, jetzt hat er bestimmt wieder eine Burgmauern-Fallenkarte verdeckt gesetzt. Aber egal, ich muss angreifen. Mir bleibt keine andere Wahl. Und na los, aktivier Burgmauern! Burgmauern, Burgmauern, Burgmauern! Na gut. Aber immerhin ist sein Monster jetzt tot. Kann er allerdings seine Monster in die Angriffsposition setzen und er kriegt keinen Schaden. Aber ich glaube, wir werden das jetzt eh beenden. Okay, jetzt kann Ryokoki und Vampirlord wieder angreifen. Ach, Pyramidenschildkröte hat dieselbe Angriffspunkte, wie sein Monster Verteidigungspunkte hat. Egal, wir brauchen eh nur einen Angriff, der durchkommt. Jetzt machen wir seine Ufo-Schildkröte Platz. Er reduziert jetzt gleich sein Deck, indem er eine weitere Ufo-Schildkröte wahrscheinlich von seinem Deck spezial beschwören wird. Durch den Effekt seiner Ufo-Schildkröte. Da es in der Angriffsposition ist, ist es nicht so schlimm, denn er hat ja die Fallenkarte Geisterbarriere. Na los, reduzieren wir mal sein Deck, weil es so lustig ist. 2, 4. Ich könnte jetzt theoretisch meine Pyramidenschildkröte zerstören lassen und ein Monster speziell von meinem Deck beschwören, allerdings haben wir schon alle unsere starken Monster mit über 2000 Verteidigungspunkte ausgespielt. Wir haben nur zwei Ryokokis im Deck und wir haben Vampirlord in unserem Deck und sonst haben wir eigentlich kein starkes Monster mit über 2000 ATK in unserem Deck. Das heißt, jetzt zwar meine Pyramidenschildkröte zu opfern wäre ein bisschen blöd, aber mache ich jetzt einfach nicht mal. Also mache ich jetzt nicht. Sondern ich greife damit an seinen
verdeckt es dann an. Irgendwann hast du keine Monster mehr in deinem Deck. Und dann spielt der Tropf der Trägheit, genau. Und jetzt kommt seine dritte Uferschildkröte, jede Wette. Okay, pyramidische Kröte zerstört jetzt sein verdecktes. Ich glaube, es ist eine pyramidische Kröte, seine dritte. Würde ich jetzt mal schätzen. Maskierte Hexenmeister. Ja, verdammt! Was passiert jetzt? Ah, er darf eine Karte ziehen. Okay, das ist gut für uns. Jetzt hat er noch 12 Karten in seinem Deck. Wenn er keine Karten mehr hat, verliert er. Ach, jetzt muss ich wieder eine Karte abschmeißen. Na, ja, meinetwegen. Nimm ich die hier. Okay, er kann keine Zauberkarte mehr spielen. Er hat bereits viele seiner Fallen verbraucht. Monster gehen ihm auch langsam aus. Was bleibt noch übrig? Er versucht jetzt nur noch, das herauszuzögern. Bin ich gespannt. Okay, er ruft ein Monster vom Friedhof. Oh, ich dachte, ich werde ihn los. Jetzt ruft er sich eine neue UFO-Schildkröte. Super. Weltklasse. Lustig wäre es gewesen, wenn er sich nochmal eine Gojo-Schildkröte vom Friedhof geholt hätte. Hätte er auch machen können, hat er allerdings nicht. Damit hätte er mich noch mehr nerven können. Und er setzt seine Monster in die Defense. Prophezei ich. Auch wenn es nichts bringt. Denn er. Was? Er greift an! Mutig! Verdammt, er kann meine Pyramidenschildkröten angreifen. Scheiße! Nein! Lass es! Lass es! Ich will keinen Schaden bekommen! Lass meine Pyramidenschildkröten! In Ruhe! Die waren teuer! Haben mir 150 DP im Shop gekostet! Oder nee, ich habe die ja in meinem Structure Deck gekauft. Die haben mir 2000 DP gekostet. Mit anderen Monstern und Karten. Und Fallenkarten. Und Zauberkarten zusammengerechnet. Er greift nicht meine pyramidische Kröten an? Mutig. Na gut, er kriegt ja keinen Kampfschaden. Wegen seiner Geisterbarriere. Das ist ein Geistersensenmann. Dieses Monster kann nicht im Kampf zerstört werden. Versuchen Sie es beim nächsten Mal erneut. Na los, spiel Blitzeinschlag. Zerstört alle meine Monster. Das wäre jetzt ein guter Zug, glaub mir. Kriegst zwar 3000 Schaden, aber hey, meine Monster werden dadurch weg. Okay, er will nicht. Warum willst du nicht? Ich muss ihn zu seinem Glück zwingen. Ihm bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten offen. Was denkt er in meinem Zug nach? Ich glaube, wir hängen. Die setze ich jetzt mal verdeckt, dann opfere ich eine pyramidische Kröte und spiele einen zweiten Ryokoki. Kein reißender Tribut, ich warne dich, danke. So, mach dich bereit für ein Massaker. Zum ersten. Er hat keine weitere UFO-Schildkröte in seinem Deck. Das heißt, er kann den Effekt jetzt nicht für sich nutzen, sondern der Effekt verpulverisiert sich einfach und wirkt nicht. So, dann das hier, macht das hier Platz. Kabam. Und Ryokoki macht das hier Platz. Und die pyramidische Kröte macht ihn fertig. So einfach ist das. Und den Rest, den er wahrscheinlich noch verdeckt irgendwie hat, oder aus der Hand, sind wahrscheinlich alles Zauberkarten, die er nicht benutzen kann. So, das war's. War ein langes Duell und wir haben ihn besiegt. Nachdem er es mutigerweise herausgezögert hat. Oder pussyweise.
auf die Pussyweise. Verdammt, jetzt stotte ich rum wie ein... Keine Ahnung. Ich kann nicht glauben, dass mein Plan fehlgeschlagen ist. Haut ab! So, ja, ich glaube, ich spreche an der Stelle. Dafür gehe ich erstmal wieder zurück. Ach, verdammt! Hey, du gehörst zu Team Satisfaction, oder? Möglicherweise, ja. Ich habe gehört, was ihr den Mitgliedern meines Teams angetan habt. Glaubt nicht, ihr könntet einfach so in unser Versteck einfallen und damit davonkommen. Ja, viel Glück, dann ging mich zu duellieren, aber erst im nächsten Part, weil ich langsam zum Stottern anfange, wie ein Wilder. Oder wie Jimmy aus South Park. Ich glaube, ich beende den Part und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dann, ciao!